Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Wir versuchen jetzt mal unser Glück mit dem Schreiben. Was war Das das? weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Unter Druck besonders gut. Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wo hat er den verdammten Hammer her? Moment. So, es geht weiter. Was habt ihr angestellt, Andersons? Das ist mein Sturm. Ich bin drin. Manuskript? Wo? Das ist unsere Comeback-Tour, Baby. Mit Sicherheit. Hartman redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartman, wo steckt Al? Irritiert brach Hartman mitten im Satz ab. Er nickte einem hünenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Aber das ist nicht der, der bei uns war, weil der ist nicht besonders hünenhaft. Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptseiten. Dort bewahrte er sie auf. Kommen Sie raus und wagen Sie ein Zenskin, Birch! Es wird Zeit, die Zeche zu zahlen! Mit Sicherheit ist es Zeit, die Zeche zu zahlen. Vielleicht könnten Sie mal kurz rauskommen und uns unsere faltigen Windelärsche vermöbeln. Doch so ein hartes Früchtchen sind, Birch. Wir waren auf Tour, Mann! Glaubst du, wir hätten Punks wie die hier nicht schon gesehen? Erbliches gesagt! Wie kommen wir da hin? Hier, oder? Ja, verstecken Sie sich lieber, Birch! Ein Zaun wird Sie vernichten! Ja, mit Sicherheit. Nehmt ihm den Hammer weg. Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Ja. Hartman hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Das steht mal fest. Lassen Sie mich hier raus! Hartman, hören Sie mich! Ich werde Ihren durchgeknallten Quäker verklagen! Machen Sie das. Huch, was ist das? Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. Also, Mrs. Wick, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig, Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Manchmal wünschte ich fast, Alan würde mir eine scheuern, denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein, Alan schläft nicht besonders viel und die Arbeit, naja, er schreibt nicht, gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken, redet
immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran, lässt mich im Dunkeln stehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, das haben wir ja gesehen. Aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich Ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Aber ganz ehrlich, was soll das sein? Erinnert es nicht ein bisschen an Konarium, nur in Weiß? Hä? Was erwartet uns jetzt? Ah, bei der Taste. Hartman war nicht glücklich. Mort konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte 2 Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. Das ist also Mort. Wir müssen mal ein ernstes Gespräch führen. Barry retten, was? Was war das? Barry? Hi! Und auch Zeit! Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen! Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Gut. Ja, ich meine, nein! Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Die waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs... Toll, jetzt hänge ich fest. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartman erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, habe ich 2 Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um Rose das heimzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Und was, wenn sie das gar nicht war? Ja, das ist eine harte Bestrafung. Natürlich. Wir müssen los. Fuck, ich hänge fest. Hallo? Das Spiel hat sich mal eben aufgehangen. Barry, geh doch mal aus dem Weg, bitte. Das wusste ich ja noch gar nicht. Fuck. Ah, dankeschön. Wenn man die Taste drückt, wenn man gerade feststeckt. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Wir haben anscheinend noch mehr geschrieben. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Bitte. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Klappe. Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Mach. Oh, Al. Lass los. Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Nur weil du nichts allein auf die Kette kriegst? Und tschüss. Was war das? Wegschuss, wollt ihr mich verarschen? Hartman verfolgte Alan Wakes Sturz durch sein Fernglas. Als der Schreiber aufs Wasser prallte, befahl er Jack, mit dem Boot hinzufahren. Die Position war dank der Extralichter auf dem Boot in der Dunkelheit gut zu sehen. Die Leuchtfackel trieb brennend auf dem Wasser.
Jack drehte das Radio lauter, der Motor spuckte. Die Musik war grob und rasselnd. Den Anderson-Brüdern hätte sie sicher gefallen, doch Hartman ignorierte sie. Wake war endlich zum Greifen nah. Oder auch nicht. Das Dunkel würde mich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. Ja, müssen wir. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt gehe ich schon durch. Generator. Scheiße. Ah, fuck. Komm schon, komm. Geht weg. Oh, bitte halt durch. Komm schon. Komm. 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 Bitte. Jetzt aber. Nein. 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 Und der Hirschkopf da hinten ist besonders toll, wenn er schwebt. Oh, fuck. Fuck. Komm schon, das letzte bisschen. Oh, komm. Oh, das gibt's doch nicht. Soll ich jetzt ganz schnell runter? Vielleicht aber auch nicht. Aber bald kannst du doch. Bald kannst du doch da nichts mehr geben. Mensch, wie viel ist es denn noch?
So viel kann es doch gar nicht mehr sein. Was soll denn das? Nein! Aua! Oh, bitte, 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 ja. Ich habe Licht und ich werde es benutzen. Fuck. Ja. Nein. Die Putzkräfte haben bereits aufgeräumt. Bitte. Hartman wusste, er war kein Schöpfer. Er hatte keine Ambitionen dahin und wollte auch bestimmt nicht so enden wie all die Künstler, die er hier behandelt hatte. Ihre Schäden waren schwer zu beschreiben. Oder Schlimmeres. Es reichte ihm, kreative Kontrolle zu haben und die Richtung zu weisen. Wie ein Produzent. Genau das war es, was die meisten von ihnen ohnehin brauchten. Natürlich waren passende Subjekte eher selten. Er benutzt uns nur, ich wusste es doch. Ja. Was kommt da? Oh. Ja, ich hab's gesehen. Na komm her. Na komm. Wo bist du? Nichts zum Leuchten. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Komm her. Na komm. Vielen Dank. Gut. Ah. Oh, Kontrollpunkt. Gib mir die Taschenlampe, bitte. Ich hab das Auto, aber das Tor ist zu. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Oh. Ich habe keine Taschenlampe. Hier, Al. Vielen Dank. Oh Gott, sieh dir das Haus an, Al. Pass auf. Was ist denn... Ja. Eine Kugel verballert. Ah! Lesen. Suspendiert. Lauren Miller. Geh auf. Komm schon. Dankeschön. Hab ich vor.
Wir werden aber jetzt erstmal die Folge beenden. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.